Dieses Spiel. Dieses Versteckspiel. Na, wir wissen ja schon, wo er ist, oder? Vielleicht ist er woanders. Vielleicht ist der Durchlauf ja einfach dynamisch, so wie die beiden Wassertropfen, die in der vorletzten Folge gar nicht getropft haben. Und auch kein Tropfgeräusch abgegeben haben. Where the hell is he hiding? Ist euch das aufgefallen? Kein Wassertropfengeräusch in der vorletzten Folge, als Claire da nach dem Frühstück abgewaschen hat. Das war im ersten Durchlauf anders. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange 2. Eine andere Sache noch, ich habe mir mal die Motel-Bett-Hüpf-Musikszene noch mehrmals angeguckt, Eben auch die bewegten Bilder. Wird hier gerade auf den Hosen getrommelt. Auf der Hose. Und beim Spielen und Zusehen fand ich es einfach cool, das so zum ersten Mal zu erleben. Das war einfach cool. Aber beim mehrmals Angucken ist mir die ein oder andere Träne gekullert. Warum? Naja, ich habe die drei, Daniel, Sean und Mushroom gesehen. Und sie hatten einfach Spaß. Es war einfach so unbeschwert. Not here. Come on. Wir haben noch gar nicht gesucht. Und wenn ich eben an das, was noch alles kommen wird, denke, war das einfach so schön, die beiden so unbeschwert zu sehen. Auch mit den Gedanken, die sie gerade haben oder zu dem Zeitpunkt gerade hatten, auf der Flucht, bei der Tankstelle die Geschichte. Allein deswegen schon die beiden so, oder die drei so unbeschwert zu sehen, voller Freude, einfach mal an den ganzen Scheiß nicht denken, das war einfach schön. Und es hat mich dann doch mitgenommen, abseits der Aufnahme. Ja. Also beim Spielen überwiegend einfach nur cool und schön. Und später kamen dann die Gedanken hoch mit, was die beiden noch erwarteten, überhaupt die aktuelle Situation so schwer und dann diese schöne, unbeschwerte Szene, einfach schön, habe ich mich für die beiden sehr gefreut. Oh, fuck. This house isn't that big. I should be able to find him. Wäsche. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Ist ja auch noch ein Thema, die Wäsche. This is fun every once in a while, but it gets old every other night. Fast jeden Abend. Stell dir mal vor, es wäre jeden Abend. Jetzt können wir nochmal da rein. Hallo. Du nichts, du. Jetzt hätte er hinter der Tür stehen müssen und nachts sich jetzt kringelig, weil wir ihn nicht gefunden haben. Ich sehe in einen der Schränke. Hier hat's beim letzten Mal nicht zweimal getropft. Feels so good to be safe at last. Wir haben ja schon gehört, dass die Stimme von Daniel von oben kam. Insofern ist unten suchen ja Quatsch. Oh, wäre schön gewesen, wenn man da reingehen könnte. Es wäre lustig, wenn er da drin wäre. Wie hätte er denn das gemacht? Na, das ist doch eine Tür. Oh. Ah, fast. Hier drin wäre schon seltsam. This used to be Karen's room. Vielleicht ist er in der Vase. Wonder what they've done with it. Fuck. I broke this thing like 10 years ago. Ja, I can't believe they fixed it. Überschneiden lassen. And kept it. Schaut mal da durch den Schlitz. I get that he's sick of all this shit, but why are we playing this game? Ja, dieser Sicht aus der dritten Person. So würde er ihn ja jetzt auch sehen. So zum Beispiel gar nicht. Aber man kann halt so gucken. I know you're in there. Gotcha. Come on, get your butt out. Okay. No more hiding. Seriously. Okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure.
It sucks. I know. Thanks. Na, Schlüssel, Schlüssel. Okay, easy peasy. Nein, ich bitte nicht. Man kann das zwar, und wir haben das noch nicht gemacht, aber ich mach's nicht. Wobei, Krafteinsatz vermindern wäre nicht verkehrt. Wobei, wir wissen ja, hat ja keine Auswirkung. Das fände ich immer noch seltsam. Bei Max hat der ganze Spaß eine Auswirkung auf die Natur. Wenn er seine Kraft einsetzt, ist es absolut in Ordnung. Warum wird da unterschieden? Ich will den beiden ja nicht noch mehr Schlimmes wünschen, aber warum wird da unterschieden zwischen Max und Daniel? So, wie war das mit Buntwäsche nicht mischen? Ach, alles reiner. Wird schon sauber werden. 34,5. Ups. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Jetzt können wir uns anziehen. Die Wand lacht. What the hell are you doing? What? I just picked the phone. You know what, dude? We're not supposed to be here. Who was it? I don't know. Some kid. It was just a prank, Sean. I know. Just be careful, okay? Don't worry. Als hätten wir uns hier gewissermaßen angerufen. Mhm. Nee, geht noch schief. Mach ich nicht. Der arme Fisch da drin. Seen any actual fish in there since we got here. Mm-mm. Am Ende stirbt er, weil er eben kein Wasser mehr hat. Oder vom zerbrochenen Glas aufgespießt wird. Nee. Mach ich nicht. Boring laundry. Done. Häkchen dran. Time for fresh air. Ab in den Schnee. Erst anziehen, dann Tür anfassen. All right. Time to see the sun again. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha. Yes. So good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Ow! 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 Watch out for the pack. Wird schon niemand gehört haben. Niemand. Ja, groß angucken ist nicht. It's cool he took us in, but how long are we gonna stay here? So schade und auch so doof, dass man jetzt nicht da reingucken kann. Ich meine, warum sind die Fenster jetzt verspiegelt? Baumhaus, da wird Daniel mal stehen da oben. Haben wir auf dem Bild gesehen am Ende des ersten Durchlaufs. So that's the treehouse Stephen helped out with. Pretty awesome. Baumhäuser sind schon sehr cool. Keine Frage. This place is actually kind of nice. Wonder what it's like in the oh, summer. Auch anfassen wollen.
ist der Ausgang von der Garage. Da war ja rechts eine Garage, ne? Es gibt ja noch Wohnzimmer. Wäscherei? Gibt's da noch eine Tür? Da hinten. Aber hier war ja noch ein Garagentor, ne? Der hat gleich mal gar keine Fenster auf der Seite. I wonder what's inside. Maybe there's a frisbee. Sean, can we open the shed now? Nee, erst mal reingucken. Come on. I'm freezing. Dann beweg dich. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Mal anhauchen. Of course. Sean, look. Ich dachte, er hat das selbst gemacht damals. Der Chris. Es wäre auch cool gewesen, wenn die beiden Superkräfte hätten. Die Musik, als er da gefallen ist. Cool. Yeah. We did. It looks like you're okay though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. It was awesome. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. So cool. I've got the Chibi Power Bear. The talking one. No one can defeat justice. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh, yeah. They're our grandparents. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Sure. No problem. Cool. See you around then. Bin ja mal gespannt, ob er dann was erzählen wird, wenn wir vom Weihnachtsbaumkauf zurückkommen. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Ja. Really? Oh oh. An die Regeln erinnern. Nachgeben. Im äußersten Notfall einsetzen. Vielleicht hat er sich die Nase gebrochen oder... Ach, immer diese Entscheidung. An die Regeln erinnern. Oh, jetzt bin ich gerade hin und her gerissen. Ich meine, wenn wir jetzt nachgeben, dann wird er vielleicht auch mal nicht an die Regeln denken, wenn man es unbedingt hätte machen sollen. I know you only wanted to help, but it's too dangerous for both of us. Whatever.
Rules are boring. Yeah, but it'll be worse than boring if we get busted out here. Come on, Daniel. Steven already saw you using your powers. Okay, I'll be super careful. Swear. Daniel, remember that we're hiding out, so no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Jetzt denke ich aber gerade dran, wie er dann sagen wird, ja, manchmal wirst du, dass ich die einsetze und manchmal nicht. Wann soll ich denn wissen, wenn das richtig ist? Denn wir werden es ja bei Steven wieder machen und da werden wir es auf jeden Fall machen. Hätte vielleicht doch nachgeben sollen. Zu spät, hehehe. Ja, der Gedanke kam aber auch erst später. Mist. Beaver Creek, Oregon, der nächste Morgen. Oh, fuck. That kid never listens. Gab noch an Regeln erinnert und jetzt ist er einfach drüben, ohne Bescheid zu sagen, hat er doch. Ich bin bei den Daniel Nachbarn. Didn't give a shit about what I told him yesterday. Bis jetzt bloß ein Tag vergangen, das wird wohl noch überall den gleichen Text geben. Der 10.12. Was zum Teufel, Daniel? Die erste verfluchte Regel. Wofür lief das Kind weg? Wovor lief das Kind weg? Und hat sein Vater etwas gesehen? Tja. Fragen über Fragen. Das ist nicht das Baumhaus, nicht der Baumhausbaum. Hätte ich jetzt mal einen Baum hochgucken sollen? Schneemann ist klar, dass es auch klar ist drüben. Ist das Radio auch drüben? Ich habe es hier, glaube ich, noch nicht gesehen. Gestreifte Tapete. Das ist irgendwo draußen. Draußen eine Gitarre? Hä? Grüne Froschunterhose. Jetzt kann man wieder durch die Fenster gucken. Hot Dog Man. Der Powerbär. Also hier steht kein Radio. Claire? Steven? Anybody home? Kein Radio. Alle hinterlassen seinen Zettel mit. Ja, wir sind gerade mal weg. Looks like I'm home alone. Kein Radio. Hier im Bad sowieso nichts gestreift. Kein Radio. Right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Das Holz könnte gestreift darstellen, aber kein Radio. War da drin Radio bei denen? Da kommen wir ja noch nicht rein. Nix gestreift, kein Radio. Ah, Laptop. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Immer schön an kein use Stevens Laptop. Telefon und kein Internet nutzen. It's been ages since I've had news from the real world. Hier ist gestreift. Kein Radio. Die Waschmaschine noch läuft.
Oh. Hier ist nichts gestreift. Dude, move your ass. Bin ja schon dabei, nur am Schwingen. Die ganze Zeit. Das ist ein Toaster und kein Radio. Ja, die Zeit rennt nur noch 2 Stunden. We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. Nix gestreift, kein Radio. Well, maybe I could use the phone. It's been more than a month since I ditched my phone. Maybe the police stopped tracking us. Es guckt niemand. Der Fisch, der wird uns nicht verraten, oder? Bitte nicht. Just a quick call can't hurt us. Und dann das Telefonbuch löschen. Also, die Wahlwiederholung. Yes? Myla? Hey. It's Sean. Holy shit. No way. Are you mad at me? No. I'm not mad, asshole. I mean, you literally hung up on me. Sean, it's been weeks. How could you cut me off like that? Lila, I'm so sorry. We had to hide out for a while. Plus, I ditched my phone. Never heard of payphones? I had to lie to the police for you, for fuck's sake. They grilled me for hours after your last call. Scheiße. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get into any more trouble because of me. I better go. No! Please, don't. Do not hang up on me. Not this time, dude. Talk to me. Please. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. I swear. Okay. Now, where the hell are you? Oh. Wir sagen nur Oregon, aber wenn wir nichts sagen, ist ja Quatsch. Die bekommen das da dann eh über das Telefonat raus, wenn sie das nachverfolgen. Ich sag's. We're in Oregon. Let's say we found some help for now. Really? That's what I wanted to hear. Sean, I kept seeing all these awful things happen to you. I know. I'm sorry. Please tell me about you, about high school, anything. Other than this fucking mess. Like, how's Jen? She texted me after... Well... She said her parents told her never to contact me again. That figures. I don't hang out with her anymore. She ended up dating Derek. But she's way too cool for him. It's not gonna last. Like I give a shit now. What about Lila the Love Witch? Seen someone? No way. I'm way too busy trying not to lose my shit over you and Daniel. I've been really worried, Sean. I'm on medication. I couldn't sleep anymore. Oh, fuck. You're gonna be okay, Lila. So are we. But you have to be strong. We'll see each other again. We just have to wait until all this blows over and they forget about us. Ich hab sie das vergessen. You promise? It might be a while, but I'll try. When I can. Thank you for calling, Sean. You
literally saved my day. It was so cool to hear your voice, Lila. I gotta go look for Daniel now, but I'm glad I called you. Oh, man. I miss you guys so much. You better take care of yourself. My baby boy. Give him a big hug for me. I will. You take care too, okay? Seriously. Love you, Lila. Fuck. Diese Tat wird Konsequenzen haben. I really miss her. Stop thinking about that. Wird sie jetzt noch mehr Stunden verhört werden? Time to go get Daniel. Ich muss sagen, vernünftig war das überhaupt nicht, aber es tat gut, sie zu hören und er einfach schön einfach irgendwas von ihr zu hören, auch wenn es jetzt nicht so schön Steven klang. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericksons. Nimmt Medikamente, weil sie nicht schlafen kann, wurde stundenlang verhört und macht sich Sorgen und ist überhaupt nicht ganz beisammen. Weil die beiden ihr einfach fehlen. Wir haben ja auch später mitbekommen, wie sie lange Zeit nichts im Internet auf ihrer Seite von sich hat hören lassen. Und denkt doch auch mal an die anderen. Das war aber so ein kleiner Rüffel gegenüber Sean, der sich überhaupt nicht gemeldet hat. Ja, denkt doch mal an die anderen, denkt doch auch mal an mich. Und dieses, wir werden uns wiedersehen, wird das Wahrheit werden? Weil wir uns jetzt schon zweimal gemeldet haben und vielleicht noch ein drittes Mal? Wird es am Ende wirklich ein Wiedersehen geben, das wir auch sehen werden? Wenn ja, bei welchem Ende? Bei beiden? Oder nur bei einem? Nach 15 Jahren? Fragen über Fragen. So unvernünftig wie das war, so muss ich auch einfach zustimmen. So schön war es einfach, sie wieder zu hören. Hab mir schon so sehr am Ende des ersten Durchlaufs gewünscht, dass wir sie wiedersehen werden. Ja, wir haben uns vorher nicht gemeldet, damit war es das wohl. Dude, move your ass. Für den Moment war es das. Who knows what Daniel's doing over there? Mal gucken, ob es da noch Kontakt geben wird. Ich hoffe ja sehr. Jetzt kommt die Polizei womöglich noch eher hierher. Und hier ist noch eine Regel, die gebrochen werden will. I could just delete my browser history after I'm done. Genauso wie da die Wahlwiederholung. Ich meine, das macht es ja nicht besser im Sinne von, die Polizei wird das mitkriegen, zumindest das Telefonat, weil die werden sie ja, wenn er einmal angerufen hat, wird er nochmal anrufen, überwachen und dann kommen sie noch schneller hierher, weil sie die Rufnummer zurückverfolgen. Hier, denke ich mal, werden wir sicherer sein, wenn wir den benutzen. Aber es war es mir wert, sage ich jetzt, ohne die Konsequenz zu wissen, dass wir bei ihr angerufen haben. Auch wenn das ihr wieder mehr Ärger einhandelt, aber sie hat ja selbst gesagt, es war schön, dass wir angerufen haben. Du hast mir den Tag gerettet. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Seattle Shooting. Erster Artikel. Explosion und Schießerei in Seattle. Ein ungelöstes Geheimnis. 10.11.2016. Zweiter Artikel. Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz von zum Seattle-Vorfall ab. Polizei erwägt weiterhin jede Spur. Inklusive Terrorangriff und Gang-Auseinandersetzung. Okay. 4.11. Dritter Artikel. Mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall. Als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauern. Betrauern klingt komisch. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Nee, als ob die aufhören würden. Die werden noch Jahre suchen. Vielleicht mich nicht mehr so intensiv wie
Zum Beispiel noch vor 2 Wochen oder wie aktuell, aber die werden noch suchen. Wenn es einen Hinweis gibt, dann sind sie wieder voll da. Wo sind die Diaz-Brüder? 1.11. Ich wurde ohnmächtig, sagt Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. Hauptzeuge, das ist doch der Brett. 31.10. Proteste in Seattle. Polizei Seattle plant Seminare zum Bewusstsein von ethnischen Vorurteilen. Ha, besser spät als nie, aber 2.11.2016. What the hell is this? Had no idea. Ist ein Forum, oder? For this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist wirklich? Woher kam diese mysteriöse Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerig mit den Details? Diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Skiddo 68. Ich habe den totalen Überblick. Geht zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon. Okay. Sieht aus, als würden sie es den armen Kindern anhängen. Ja, hier sind sehr wilde Theorien dabei. Wahrscheinlich zu wild, aber vielleicht ist der ein oder andere Ansatz doch dabei für... Warum passiert der ganze Scheiß hier eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht gibt es hier gleich noch so einen kleinen Hinweis, den ich mir schon lange erhoffe. G.H. Pimp. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und es war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht Vorbereitung für eine Operation unter falscher Flagge. J101 oder 1001 oder O. Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Ach, die Toilette? Nicht nur das Hauptschlafzimmer? American Eye. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Madman, nicht Mad Max. Aber nah dran. Nicht alles ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Hipster Baby Doll. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin von Mami und Papi. Ha. Das Kraftwerk, ob... Na, nee. Also gefühlt ist hier alles zu hoch gegriffen und zu viel Spinnerei. Vielleicht ist doch hier und da ein wacher Funke dran. Vielleicht versteht man das dann erst im nächsten Spiel. Life is Strange True Colors, wenn da vielleicht wieder was angesprochen wird oder ein verknüpfender Hinweis hinzukommt. Sofern ich mir das hier merken kann, Tankstelle, Kraftwerk und dann Experimente. Na gut, würden die Bescheid wissen, was Daniel kann, würden sie Experimente mit ihm machen. Ob uns das jetzt so viel weitergeholfen hat, dieses hier gucken? Gefühlt nein. Oh. Jeez. Steven went search crazy on us. Okay. Ich dachte, weitere Nachrichten. I had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Ob ich uns anmelde? Mal gucken. Oh, Brody. If we ever make it home, wherever that is, you'll be much, much welcome. Am Abgrund von Brody Holloway. 7.11.2016, Salt Lake City in Utah. Er ist angekommen. Dieser Bericht von der Straße ist ein Tribut an ein paar neue junge Freunde, die ich auf einem Abenteuer neulich gewonnen habe, das ich noch niederschreiben muss und verarbeiten muss. Ich halte die Details vage, um die Unschuldigen zu beschützen, und ihr könnt mir glauben, sie sind nicht schuldig.
Doch, lasst mich abweichen. Oh, abweichen, abschweifen klingt gut, das mache ich selbst gerne. Das Beste am Dasein eines professionellen Reisenden soll heißen, ich verdiene manchmal Benzingeld mit diesen Artikeln, sind die Leute, die man auf der sprichwörtlichen Straße trifft. Das Schlimmste am Dasein eines professionellen Reisenden sind natürlich die Leute, die man auf der tatsächlichen Straße trifft. Ich hatte aus vielerlei Gründen Glück, trotz der Momente, in denen ich mir fast in die Hose gemacht hätte, von der Patrouille, die mir nachts folgte, bis zu den kosmischen, komischen Wichsern aus Iowa. Kosmische Wichser. Bis zu dem komischen Wichser aus Iowa, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Dieses Grauen könnt ihr hier nachlesen. Letztendlich brachte ich Fremde als potenzielle Freunde. Letztendlich betrachte ich Fremde als potenzielle Freunde, wenn ich sogar Verbündete. Ich bin so naiv und dumm, dass das Universum Mitleid mit mir hat und mich damit durchkommen lässt, wenn ich Leute eher aus Instinkt als Objektivität helfe. Der erste Gedanke ist der beste Gedanke. Ich höre immer noch meinen Ex-Bruder, Ex-Bruder klingt gut, wie geht das? Seine Entscheidung, der mir vor Jahren sagte, du liest all diesen Kerouac-Mist über das Leben auf der Straße und kannst nicht mal einen Reifen wechseln, du Arschloch. Ist ja nett. Ich guck da gleich nach, aber ich lese jetzt erstmal zu Ende. Er hatte recht. Also lernte ich, wie man einen Reifen wechselt. Ich bin nicht gut darin, also habe ich auch eine Abschleppversicherung. Ende des Dilemmas. Meine Version des Pannendienstes anbieten. Darunter auch meinen jungen Compañeros, die sie am meisten brauchten. Ich wünschte, ich hätte mehr für sie tun können. Sie vielleicht sogar begleiten können, denn ihre Reise ist wichtiger als meine. Anstatt weiter einen Stein den Hügel runter hochzurollen, hätte ich ihnen helfen können, Berge zu bewegen. Falls wir uns wiedersehen sollten, werde ich sie um Vergebung bitten, dass ich nicht mitkommen und auf jede erdenkliche Art helfen konnte. Andererseits bin ich ein tollpatschiger Dussel und hätte alles vermasseln können, in dem Versuch, den Retter zu spielen. Ah, die Paralyse der Analyse. Mein Verdacht ist, dass sie mich schlussendlich nicht wirklich brauchen, sondern nur einander. Da ist was dran. Trotzdem, ich denke, Brody hätte schon mehr geholfen, als er geschadet hätte. Klar hätte er gewissermaßen auch untertauchen müssen, wir hätten ihn damit reingeritten, aber er hätte das schon gut hinbekommen. Aber nein, wir nehmen ihm nichts übel. Warum auch? Ich meine, der hat so viel getan. Brody ist so super. Jetzt gucke ich mal eben nach, was da steht mit dem Kram. Nee, Mist. Kerouac. Jack Kerouac. Ja. Ein US-amerikanischer Schriftsteller. Franco-kanadischer Herkunft. Oh, passt ja irgendwie. Ethnisch und Mexiko und USA, womit Sean und Daniel zu kämpfen haben. Okay, ich gehe mal auf die Wikipedia-Seite von dem Jean Kerouac. Spricht man bestimmt so aus. Er war einer der wichtigen Vertreter der Beat Generation. Oh, jetzt muss ich da auch noch drauf klicken, was ist das? Als Beat Generation wird eine Richtung der US-amerikanischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren bezeichnet. Die bekanntesten Autoren sind eben der Herr Ginsberg und Burroughs. Der Begriff wurde etwa 1948 von Kerouac eingeführt, der so sein soziales Umfeld in Gespräch mit John C. Holmes beschrieb. Das Adjektiv Beat aus dem Slang der Kriminellen, den Herbert Hunke in der Gruppe um Kerouac einbrachte, hatte die Bedeutung besiegt, müde und heruntergekommen. Boah, ist mir irgendwie zu dünn. Was steht denn über den Typen noch im Internet?
Sportliche Erfolge? Nee, ist jetzt eher nicht so wichtig. Infolge eines Beinbruchs verließ er die Uni. Aha. Mhm. Oh. Er traf sich mit Allen Ginsberg und Neil Cassidy. Cassidy als Nachname, aber fiel mir gerade ins Auge. Cass. Ich guck gerade. Sein Werk. Viele Werke. Ich lese mal etwas weiter unten was vor. Literaturgeschichtlich war der Herr Kerouac Wegbereiter einer neuen Generation von Autoren und Journalisten. Ihr New Journalism greift die Sprunghaftigkeit, Subjektivität und spontane Emotionalität Kerouacs auf. Treibt sie weiter oder leitet sie in geregelte Bahnen? Beispiele sind... Aha. Ist mir alles so unkonkret. Aber war ein US-amerikanischer Schriftsteller franco-kanadischer Herkunft. Ethnisch und so und Probleme, ne? Okay. Geil, geht's noch weiter. Boah, wie war das? Wir haben 2 Stunden Zeit, bis die wieder von der Kirche kommen und wir müssen eigentlich noch rüber und Daniel zurückholen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Aber wir haben ja die Zeit. Wenn nicht, dann nehmen wir sie uns. Ich webe also weiterhin diesen Wandteppich der Autobahn und das um des Straßenrandes. Immer bereit, ohne Gegenleistung eine helfende Hand zu erreichen. Nennt es Schuld, wenn ihr wollt. Aber ich bin immer noch der unbeholfene, aufrichtige Junge, der zu allen aufsieht, die die Welt verändern wollen, die für andere Berge versetzen wollen. Ich wollte immer eine ans Auto gebundene Loire Lane sein. Dieses Französisch. Ein rasender Reporter, der sich der korrupten Matrix stellt. Matrix. Ah, toll. Die Filme, insbesondere der erste. Selbstverständlich weiß der erwachsene Zyniker in mir, dass das System gezinkt ist, dass wir gearscht sind und dass Gerechtigkeit oft ein Scherz ist. Oh ja. Oh ja. Doch als ich die Gesichter meiner reisenden Freunde sah, die durch die Hölle gegangen sind und immer noch dort sind, soweit ich weiß, wie sie mich mit kindlicher Dankbarkeit für das belangloseste aller Geschenke anlächelten, fühlte ich mich beschämt, traurig. Es gibt Momente, in denen ich einer kleinen, verlorenen Seele begegne und sie zeigt mir diesen weitäugigen, dankbaren, verängstigten Blick. Und ihr fühlt, wie euer Herz in 1 Million Stücke zerbricht. Jetzt denke ich an diese Kinder da draußen, allein, in der Nacht, am Abgrund, auf des Messers Schneider, von Amerika und darüber hinaus, die nur die grundlegendsten Bedürfnisse des Lebens wollen, wie Essen und Eltern. Es verursacht mir gleichzeitig Tränen und Übelkeit. Dann werde ich rasend gegen das schwindende Licht und schwöre, meinen Teil zu tun. Schwindende Licht, Dying Light. Das ist der Vorteil eines Aktivisten auf Rädern. Ich stelle mir gerne vor, dass ich mich vorwärts bewege, wie ein freundlicher Hai. Ansonsten essen wir nicht, überleben nicht. Jetzt denke ich an die Vergangenheit und frage mich, ob ich jenen in Not den besten Ratschlag gegeben habe. Ob ich diesen verlorenen Kindern der amerikanischen Nacht überhaupt geholfen habe, als ich sie sich selbst überließ. Daran erkenne ich, dass ich derjenige bin, der hier draußen verloren ist, meine Freunde. Die jene Berge erklimmen, wissen genau, wohin sie gehen. Und ich weiß, sie werden ihr Zuhause erreichen. Ich würde gerne einen Besuch planen.
2 von 4 abgehakt. Was ist denn hier los? Even the weirdest stuff. Muss ich die Folge ab 18 stellen? Nee. November. Das haben wir ja bei ihm auf dem Laptop gesehen, ne? Das Bild. Der Brody. Das Bild. Halloween-Zeit. Das nackte Zeitalter von Brody Holloway. Der 31. Oktober 2016, Pierce County, Washington. Schaut mal, steckt doch Price drin. Wenn man da was wegstreicht. Der Himmel ist so perfekt blau, dass es fast ein Klischee ist. Als ich mein müdes Benzinbiest vom sich windenden Highway 5 auf die winzige Hauptader von Rockwell Springs, Wyoming, mit seiner Gesamtbevölkerung von 472 lenke. Dies ist ein gänzlich karges Land vor unserer Zeit, wie jede andere verschlafene Stadt, die aus Minenschachten entstand, die die Gemeinschaft nährten. Zusammen mit den Raubbaronen, denen das Öl gehörte. Die Bürger erlebten ihren Anteil an Tragödien über die Jahrzehnte, behielten aber eine gesunde Hauptstraße mit einigen florierenden Geschäften und Dienstleistern bei. Doch zum Ende der öldarbenden 1970er befand die einst schläfrige Stadt sich in einem Koma, nachdem die letzten Tropfen des wertvollen Blutes der Erde abgebaut waren. Das Unternehmen schloss still seine Türen und überließ die Stadt und Bevölkerung sich selbst. Was bedeutete, dass die meisten Leute ihre Sachen packten, ihre Geschäfte schlossen und für immer gingen. Erinnert mich gerade an Arcadia Bay. Die Fischerei war nicht mehr so gut. Danke, Herr Prescott. Was mich zum heutigen Tage in Rockwell Springs, Wyoming, Bevölkerung 51 bringt. Geister, die zurückblieben, um das heimzusuchen, was von der Stadt übrig war, haben ihre weißen Laken abgelegt und sind jetzt komplett nackt. Über Rockwell Springs lag immer eine exzentrische Lynch-Atmosphäre. Wie durch seine eigene Nudistengemeinschaft demonstriert, die sich still versammelt hat, seit in den 1950ern das erste Öl aus der Erde schoss. Die Straße war nicht so religiös oder konservativ wie andere in dieser repressiven Ära. Also verursachte der Gedanke an Nacktvolleyball keinen Skandal. Wie könnte es das, wenn der eigene Bürgermeister der Stadt dabei gesehen wurde oder nicht beobachtet wurde, wie er sich im Adams-Kostüm sonnte? Also ging es Leuten am Arsch vorbei. Wortwörtlich, dass man jedermanns Arsch sehen konnte. Als der Großteil der Stadt zurückgelassen wurde, sah die Nudistengemeinschaft dies als ihre Gelegenheit, das Endziel ihres lebenslangen Traumes zu verfolgen. Ein nackter öffentlicher Bereich, frei von moralischem Urteil. Jeder darf so sein, wie er ist und will. Auch Daniel und Sean. Er hat einen Punkt auf dem Hintern. Hat sich wahrscheinlich auf so einen Diner-Hocker gesetzt und hat jetzt einen dicken Abdruck. Doch zurück in der Zukunft, also 2016, sind die vergessenen und unbekleideten Bewohner von Rockwell Springs aufgrund ihres au naturell Lebensstils das Ziel fehlgeleiteter öffentlicher und politischer Attacken geworden. Dank selbstgefälliger Medienberichte fahren neugierige Besucher jetzt durch die dezimierte Hauptstraße und zwar nicht für den verdammt guten Kaffee und Kuchen in Raw Cafe. Sagt ihnen, Brody schickt euch. Sondern um zu lachen und Selfies mit den nackten Stadteinwohnern als Kulisse aufzunehmen. Es ist widerwärtig mit anzusehen, wie ich es in meiner kurzen Durchreise tat. Und doch gibt es keinen Zweifel, dass einige Einwohner die Touristen willkommen heißen. Denn sie geben Geld aus. Es gibt diesen alten Spruch, dass es keine schlechte Publicity gibt. Ironischerweise hörte ich auf meinen Reisen von Rockwell Springs und schwor eines Tages dort anzuhalten. Wenn auch nur,
um mein Bedürfnis zu erfüllen, einen 56-jährigen nackten Mann dabei zu beobachten, wie er das Öl in meinem Auto wechselt. Ulala. Dann hatte ich eine langweilige Erleuchtung. Wie redet man mit einer nackten Person? Ich fand heraus, dass man einfach redet. Man vergisst nicht, dass sie keine Kleidung tragen. Doch letzten Endes ist es einem peinlich, dass man selbst welche trägt. Die Leute, die ich traf und mit denen ich sprach, hatten nicht mal besonders einzigartige Ansichten zur Welt oder Geopolitik. Wie der Mechaniker mir sagte, ich zahle Steuern. Erwarte nicht, dass ich auch noch für die Mistkerle stimme. Ironischerweise sind einige hier eher konservativ. Sie wollen bloß ohne Kleidung keine Steuern zahlen. Andere verstecken sich vor der Menge. Was den derzeitigen Medienzirkus noch beleidigender macht, da der Ton der Berichte immer ein herablassender ist. Oh, guck dir die komischen, wabbeligen Leute an, wie sie Eier kochen und joggen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich gebe zu, dass der frühere Brody auch eines dieser selbstgerechten Arschlöcher gewesen wäre. Ich bin froh, dass ich nicht mehr er bin. Okay, atme tief durch, Kollege. Ich sage nicht, dass diese milde Verdammung eine große Bedrohung der Freiheit ist. In diesem großen Land geht offensichtlich Schlimmes vor, aber es ist immer ein enthüllender Mikrokosmos der Art, auf die wir andere in all unserer nackten Scheinheiligkeit behandeln. Nackte Scheinheiligkeit, Scheinheiligkeit, gutes Thema, das beschäftigt uns ja schon länger. Gar nicht mal so schlecht. Ich meine, welche Texte sind komplett überflüssig im Life is Strange-Universum? Manche mal mehr, mal weniger wichtig, aber alle irgendwie. Alle haben so irgendwie eine Existenzberechtigung, will ich meinen. Tja, und jetzt gibt's noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Ich würde sagen, die Folge ist schon lang und ich werde mir in der Pause etwas überlegen, ob ich dann schon zum finalen Schluss komme, werde ich mal sehen. Ich meine, jetzt haben wir schon die beiden Regeln gebrochen. Die beiden Regeln gebrochen, telefoniert haben wir und wir waren schon im Internet. Aber das Anmelden beim eigenen Account ist dann die Krönung, weil dann merken die, oh, Aktivität, wir müssen dahin nachverfolgen. Schub, 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 wir kommen. Ich werde mir meine Gedanken in der Pause machen und werde sie euch dann in der nächsten Folge mitteilen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.